Herzogin Meghan und Prinz Harry, erschütterndes Babydrama. Wenn es nach Harry, 33, und Meghan, 36, geht, könnte die Familienplanung sofort beginnen. Ich liebe Kinder. Hoffentlich gründen wir in naher Zukunft eine Familie, sagte er vor kurzem. Doch erstmal wird der Barbie-Wunsch offenbar noch unerfüllt bleiben. Der Grund: Die beiden reisen im Herbst nach Australien, Neuseeland, Tonga und Fidschi. Auf den Fidschi-Inseln gibt es im Moment allerdings mehrere Ausbrüche des Zika-Virus, einer Fieberinfektion, die besonders für Schwangere gefährlich ist. Professor Dieter Burchardt, Tropenmediziner am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg, warnt jedoch auch Frauen wie Meghan, die schwanger werden wollen, davor, dorthin zu fahren. Und rät: Nicht schwangere Frauen sollten nach Verlassen des Landes für 8 Wochen eine Empfängnisverhütung verwenden. Bedeutet, dass Harry und Meghan in diesem Jahr noch nicht Eltern werden dürfen. Kein Baby für Harry und Meghan. Eine Absage der Reise kommt für das britische Königshaus offenbar nicht in Frage. Zu wichtig ist die Außenwirkung der frisch Vermählten auf die Welt. Zu bedeutsam sind die royalen Pflichten, die beiden erfüllen müssen. Dabei vergisst man schnell, worüber sich die Menschen doch noch viel mehr freuen würden als über einen kurzen Besuch. Ein Baby für Meghan und Harry. Dem frisch vermählten Paar dürfte die Entscheidung allerdings nicht leicht gefallen sein. Immer wieder ist zu hören, dass besonders Meghan schon lange von Nachwuchs träumt und es kaum erwarten kann, endlich schwanger zu werden. Die Zwangspause dürfte ihre Laune jetzt also nicht unbedingt heben.